Bereits zum vierten Mal treffen sich die Freunde von der Fahrgemeinschaft Tischeisenbahnen im Unimog-Museum in Gaggenau. 17 Spielbahnen brachten es auf eine respektable Gesamtgleislänge von fast 1000 Metern. Die Tischeisenbahnfreunde hatten angekündigt, dass sie allerlei haben. Und wir haben uns überraschen lassen. Natürlich wussten wir ungefähr wie, aber es sind einfach ganz tolle Ideen dabei, jedes Jahr neue Sachen und es ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Bei der Tischeisenbahn geht es nicht in erster Linie darum, die Natur rund um die Bahngleise realistisch abzubilden. Sie soll es so darstellen, wie man früher solche Modellbahnen aufgebaut hat im Kinderzimmer oder auch wirklich auf dem Wohnzimmertisch oder auf dem Esstisch. Einfach die Gleise aufs Holz gelegt und dann einfach Spielbetrieb. Der Modellbahn-Fan hat an vielen Abenden in Handarbeit ein Modell des 30er-Jahre Schienenzeppelins gefertigt. Dieses Modell ist einfach den großen Spuren nachempfunden auf die kleine Spur 00. Der ist komplett aus Blech und jetzt einfach mal als wie in dem Stil eines Handmusters quasi. Ein einzigartiges Modell kommt von der Firma Eheim. Dieser Oberleitungsbus ist wohl der letzte seiner Art und funktionsfähig in Deutschland. Aus den 50er Jahren stammt die sogenannte Fabrik von Märklin. Die Anlage stand als Verkaufsförderer in Kaufhäusern. Die Kombination zwischen dem Märklin-Modellbaukasten aus Metall und der Modellbahnanlage. Diese Anlage haben wir gefunden, haben sie restauriert und ist jetzt zum ersten Mal hier in Betrieb. Die komplett automatisierte Bahn gibt es weltweit nur noch zweimal. Soweit wir wissen, ist es die einzige, die funktioniert. Auch im nächsten Jahr wird die Fahrgemeinschaft ihre Tischeisenbahnen an 2 Tagen im Gaggenauer Unimog-Museum aufbauen. Der Termin steht fest. Es wird der 19. und 20. Februar 2011 sein.